Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Flutlicht. Ein ganz schön spektakuläres Fußballwochenende liegt da hinter uns, gerade für uns Rheinland-Pfälzer. Und wir blicken auf dieses Wochenende und wir klären auf, zum Beispiel, wer war wirklich der Torschütze in letzter Minute für Mainz 05 bei diesem 2:2 gegen 1899 Hoffenheim. Einer der Hauptbeteiligten, der ist bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Yunus Mali. Tom Dudi ist bei uns zu Gast. Auch einer der ganz Großen vom 1. FC Kaiserslautern. Deutscher Meister ist er geworden mit dem FCK. Pokalsieger, später UEFA-Pokalsieger mit Schalke. Tom Dudi, herzlich willkommen. Und ich freue mich auf Raphael Holzdeppe. Der Mann hat Geschichte geschrieben als Stabhochsprung-Weltmeister. Der erste überhaupt, den es in Deutschland gibt. Raphael Holzdeppe. Also, eine richtig schöne Runde, die wir zusammen haben. Aus den verschiedensten Perspektiven und Blickwinkeln. Und wir reden natürlich auch viel über Fußball, das ist klar. Sind Sie eigentlich fußballaffin? Sind Sie Fan von irgendeiner Mannschaft? Ja, ich muss natürlich jetzt leise sein, da ich hier in Mainz, in Rheinland-Pfalz bin. Ich bin Bayern-Fan. Ja, macht ja nichts. Sind, das soll ich mal sagen, auch nicht ganz allein. Wir haben noch einen Fan oben auf der Tribüne. Zwischen Tom Dudi und Yunus Mali hat sich auch noch einer. Genau. Finde ich gut. Also sind sie schon zwei in Rheinland-Pfalz. Soll ja auch vorkommen. Es war jedenfalls, ich habe es gerade gesagt, ein ganz schön spektakuläres Wochenende. Was hat Sie am meisten bewegt? Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht an diesem Wochenende? Ja, ganz klar unser Ausgleichstreffer in der 90. Minute gegen Hoffenheim. Das war für mich das schönste Erlebnis dieses Wochenendes. Was da genau passiert ist, auch welche Schmerzen das bei Ihnen verursacht hat, möglicherweise, wir reden drüber und werden das natürlich nachher aufklären. Tom Dudi, was hat Sie an diesem Wochenende besonders beschäftigt, bewegt, begeistert? Ich war in Homburg gewesen, Homburg gegen Zweibrücken habe ich mir angeschaut, ist ja meine Heimat. Regionalliga? Regionalliga, war ein sehr interessantes Spiel und das war so mein Hauptaugenmerk gestern. Schon auch der Fußball, egal in welcher Klasse, immer im Mittelpunkt. Sie leben ja inzwischen in den USA. Wir werden davon auch ein bisschen was nachher berichten und ein bisschen uns auch darüber unterhalten. Aber erstmal kommen wir natürlich auf diesen ersten Spieltag, auf diesen Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga und auf dieses besondere 2:2 von Mainz 05, das wir da gegen Hoffenheim erlebt haben. Das ist, wenn es jemals einen gefühlten Sieg gegeben hat, ganz sicher der gefühlte Sieg schlechthin gewesen. Das Unentschieden in allerletzter Minute. Auch weil es mal wieder gemüllert hat bei Mainz 05, aber anders als zu Beginn der Saison. Benny Wüst. So sieht Erleichterung aus. Wir haben uns nicht aufgegeben, wir haben Charakter gezeigt und wir haben das Spiel einfach mit Willen heute umgebogen. Symbol ist da das letzte Tor, kann man so als Symbol sehen. Erleichterung kann aber auch so aussehen, Thomas Tuchel. Kein vor Freude tobendes Rumpelstilzchen. Zuvor 5 Pflichtspielpleiten in Folge machen nachdenklich. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn unsere Amateure oder unsere U19-Trainer so oft verlieren würden in Serie, dann wäre ich der größte Kritiker und würde auf ähnliche Gedanken kommen und würde mich sehr, sehr kritisch mit müssen, die sich dann mit mir auch auseinandersetzen. Dass Tuchel seine Spieler erreicht, zeigen sie gegen Hoffenheim. Von der ersten Minute an rennen, kämpfen, wollen die 05er. Das ist unübersehbar. Ebenso wenig zu übersehen, die fehlenden Ideen in der Offensive. Torgefahr gibt es nur selten und das gegen die anfälligste Defensive der Liga. Wenn das Selbstvertrauen nicht da ist und man Woche für Woche einen auf den Sack kriegt, dann kommt man nicht hier zum Heimspiel nach Hause. Die Fans sind nervös, die Spieler sind natürlich auch nervös und spielt dann mal Hoffenheim an die Wand. Und trotzdem hätte Mainz in Führung gehen können. Niki Simbling spürt eine Hand und geht dankend zu Boden. Vielleicht ein bisschen zu schnell. Jedenfalls gibt es keinen Elfmeter. Der Trainer unzufrieden, vor allem über das, was er dann sehen muss. Denn in 8 Minuten schreiben die Rot-Weißen die Krisengeschichte fort. Niemand greift ein, niemand greift an. 0:1. Kurze Zeit später wieder wollen freundliche Mainzer keinem wehtun. Wieder wird Hoffenheims Angriff zu einem Spaziergang. Wenn ich die 2 Tore mir nochmal anschaue, die sind beide überflüssig. Also wir haben jedes Mal gedoppelt und ein Spieler kam eigentlich im Zweikampf gegen 3 von uns, hat er sich durchgesetzt, in beiden Fällen und schießen 2 Tore. Das müssen wir abstellen. Zur Pause könnten die Vorzeichen kaum schlechter stehen. Trotz großem Einsatz steht es nicht unverdient 0:2. Ich glaube, jeder in der Kabine war satt, einfach zu verlieren. Und
klar, die erste Halbzeit hat man es uns vielleicht nicht so angesehen. Auch die zweite Halbzeit ist kein Feuerwerk der Mainzer. Diese schön herausgespielte Chance durch Nikolai Müller, eine der ganz wenigen. Und so ist es keine Zauberkombination, aber ein gelungener Angriff, der die 05er 8 Minuten vor Schluss zurück ins Spiel bringt. Geis aus dem Halbfeld und Choupo-Moting mit trockenem Abschluss. Jetzt ist der Glaube zurück. Einer der Antreiber, Yunus Malli, seine Ideen tun der Offensive gut. Aber Nikolai Müller schafft den Ausgleich noch nicht. Nachspielzeit, noch einmal Eckball und ein ganzes Stadion atmet auf. Passender hätte das 2:2 nicht fallen können. Rein gewollt statt rausgespielt, ein Tor des Willens. Das war heute total zu spüren, dass wir den Wille und die Mentalität wirklich auch leben, die zweite Halbzeit so durchzubekommen, sich zu 94 Minuten lang zu quälen und den Arsch aufzureißen, weil es auch unsere verdammte Pflicht ist. Das kam heute total an und siehe da, du wirst sofort belohnt. Ein Punkt, der sich für manche wie ein Sieg anfühlt, für ihn nicht. Erst kräftig durchgeschüttelt, kommt das Lächeln kurz zurück, aber nur kurz. Thomas Tuchel weiß, es liegt jede Menge Arbeit vor ihm. Aber erstmal ganz, ganz wichtig, dieser negative Lauf, der ist gestoppt. 5 Niederlagen, 4 Mal Bundesliga, 1 Mal Pokal standen vor diesem Spiel. Können Sie beschreiben, was das für eine Erleichterung war, mal mit einem positiven Erlebnis wieder aus dem Spiel rauszugehen? Ja, also ich denke, es war sehr wichtig für uns. Wie Sie schon sagen, nach so einer Negativserie war das jetzt auch dadurch, dass wir auch das Tor in der Nachspielzeit erzielt haben, wie so ein gefühlter Sieg für uns. Und ich denke, das wird jetzt auch ein bisschen wieder Selbstvertrauen geben und ein bisschen Mut für uns alle. Wie ist das für Sie selbst? Beschreiben Sie mal, was bei Ihnen selbst so dann vorgegangen ist. In diesen letzten Sekunden, das Tor fällt, der Ausgleich ist geschafft. Man geht mit einem gefühlten Sieg aus der ganzen Geschichte raus. Wollen Sie am liebsten die ganze Welt umarmen? Wen haben Sie umarmt? Ja, also wir konnten, glaube ich, alle nicht unser Glück fassen, waren richtig glücklich, sind übers ganze Feld gelaufen und haben uns einfach riesig gefreut, dass uns noch der Ausgleichstreffer gelungen ist. Da geht natürlich voraus, das ist klar, wenn Sie es erzählen, dass da ein unglaublicher Druck vorher auf der Mannschaft gelastet hat. War das in der Woche schon zu spüren? Ist das vor dem Spiel besonders zu spüren gewesen? Ja, ein gewisser Druck ist ja immer da und jetzt in den letzten Wochen ist natürlich nicht gut gelaufen für uns. Deswegen hatten wir uns halt alle vorgenommen, jetzt am Wochenende zu punkten und natürlich ist das keine leichte Situation für uns alle. Man merkt halt, dass die Spiele halt auch unsicher werden, wenn man Woche für Woche keine Punkte holt und sich selbst nicht belohnt. Und ja, wie gesagt, es war jetzt sehr wichtig für uns, dass wir immerhin einen Punkt geholt haben. Und ja. Wie ist das? Sie sind ja auch Trainer, Tom Dooley, und Spieler lange Jahre gewesen. Wie ist das, wenn die Angst vor dem Verlieren größer ist als die Lust auf dem Siegen? Kann das lähmen? Mit Sicherheit. Deshalb, wenn ich zurückdenke in der Bundesliga, wenn vor jedem Spiel diese Nervenbelastung, es liegt ja wirklich ein unheimlicher Druck auf die Spieler. Ein Fehlpass, wie man jetzt vorhin bei Hamburg auch gesehen hat, ein Fehlpass und es fällt ein Tor. Nächsten Tag steht es in der Zeitung, da hast du die Gespräche mit den Fans, du hast die Gespräche mit dem Trainer, bist dann vielleicht auf der Bank. So, das spielt alles mit einer Rolle und das geht alles im Kopf eigentlich so vor. Dann normalerweise ist es aber, wenn das Spiel beginnt, ist alles auf einem normalen Niveau. Und man konzentriert sich eigentlich nur noch auf diese Aufgabe, die auf dem Platz zu tun ist. Als Trainer ist es wiederum was anderes. Als Trainer hat man relativ wenig Möglichkeiten. Man hat immer noch Möglichkeiten, was zu verändern. Aber der Druck ist natürlich dann von der Trainerseite her von außen viel größer als für den Spieler während dem Spiel. Aber wenn es dann, wie bei Mainz jetzt, 0:2 zur Halbzeit steht und es wieder fast aussichtslos aussieht, Hoffenheim hat ein richtig starkes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, ist es dann auch typisch, dass, wenn man eigentlich nichts mehr zu verlieren hat, dass man dann plötzlich so ein bisschen wie Phönix aus der Asche wieder rauskommt aus der ganzen Geschichte? Ja, es ist diese Motivation, die man eigentlich in der Halbzeit den Spielern geben kann,
Und auch die Spieler, die Motivation bekommen, um rauszugehen, einfach nochmal alles zu geben. Das kann ja nicht mehr schlimmer werden, das kann einfach nur besser werden in den nächsten 45 Minuten. Und wenn dann halt die Mannschaft richtig zusammengewachsen ist und jeder für jeden da ist und jeder für jeden kämpft, gibt das immer wieder so einen Schub. Das kann nach 5 Minuten sein, nach 10 Minuten sein, da gewisse Situationen im Spiel, die stattfinden, die dann einem diese 20-30% nochmal geben. Das sieht man halt jetzt hier bei Mainz in diesem Spiel oder bei uns damals in Kaiserslautern, dass die letzten 10 Minuten das eben passiert auch ist. Das ein oder andere Spiel mal gedreht. Und wie der Trainer gesagt hat, wenn man sich dann wirklich so den sogenannten Arsch aufreißt, dann wird man auch am Ende belohnt. Ja. Wie macht man es als Einzelsportler, Stabhochsprung, Fokus auf einem, zwei, drei Versuchen, die man hat, um Weltmeister zu werden? Wie gehen Sie mit dem Druck um? Können Sie alles einfach so ausblenden? Ja, mal mehr, mal weniger. Also natürlich ist es am besten, wenn man es schafft, irgendwie alles auszublenden und dann wirklich das zu machen, was man sich im Training eigentlich angeeignet hat. Aber wenn es jetzt natürlich im ersten Versuch nicht funktioniert, im zweiten dann auch nicht, und man weiß, okay, ich habe jetzt noch diesen einen Versuch und entweder springe ich jetzt drüber oder ich bin vielleicht, keine Ahnung, bei der Anfangshöhe ausgeschieden oder ich bin doch wieder knapp an der Medaille vorbei, dann natürlich spiele ich dann auch was im Kopf beim Athleten ab. Letztendlich, je weniger Gedanken man sich macht, desto besser ist es wahrscheinlich fürs Ergebnis am Ende. Und eins muss man echt sagen, bei dem 2:2, wir haben ja gesagt, wir klären das auf, viele Gedanken konnten sie sich vorher nicht machen, ne? Bei dem Ausgleich. Nee, also es war eine sehr kuriose Situation. Ne? Ja. Wollen wir sie mal angucken? Ja, okay. Ich glaube, Sie haben es noch gar nicht richtig mitgekriegt, was da eigentlich passiert ist, oder? Doch, ich habe es schon gesehen im Fernsehen. Ah, okay. Dann schauen wir trotzdem mal, weil es ist im Fernsehen nämlich gar nicht so einfach zu erkennen. So sieht es mal aus in der schnellen Bewegung. Heinz Müller steigt hoch, die liegen am Boden, da sehen wir alles. Noveski macht ein langes Bein. Und jetzt in der Superzeit kriegt man es so richtig mit. Da ist Beck. Und Beck mit dem Querschläger und sie liegen am Boden. Und von dem Rücken von ihnen, und jetzt springt Beck noch hinten rein in den Rücken, geht der Ball ins Tor. Heißt, die Deutsche Fußballliga hat gesagt, Yunus Malli Torschütze zum 2:2. Herzlichen Glückwunsch. Das könnte ich sagen, clever gemacht. Sie wussten genau, wo sie hin müssen. Ja, den macht nicht jeder rein. Und ja, also es war auf jeden Fall sehr kurios und sehr seltsam. Stimmt, den macht wirklich nicht jeder rein auf diese Art und Weise. Beschreiben Sie mal die paar Sekunden. Das geht ja innerhalb kürzester Zeit. Heinz Müller, der ist ja nun mal ein Koloss von Typ. Der haut Sie erstmal um, oder? Ja, der Geisi schlägt die Ecke. Der Heinz Müller steigt hoch, gibt mir halt einen Ellbogencheck. Ich lieg dann auf dem Boden und spüre dann, wie mich jemand anschießt. Und höre dann, wie auf einmal jeder jubelt. Und also ich habe es gar nicht gesehen, wie der Ball ins Netz gegangen ist. Ja, und dann haben wir uns, wie gesagt, alle gefreut und waren sehr glücklich. Und keiner ist zu Ihnen gelaufen? Sie mussten zu den anderen laufen? Ja, ich wusste ja selbst nicht, ob ich das war. Ich habe gespürt, dass jemand mich angeschossen hat, aber ich wusste nicht, ob jemand danach noch den Ball irgendwie ins Tor geschossen hat. Deswegen, ich glaube, fast keiner wusste, wer das Tor gemacht hat. Jetzt wissen wir es. Ja. Und Andreas Beck, den haben wir auch noch gesehen, der springt Ihnen noch in den Rücken rein, ohne Absicht. Ja. Haben Sie noch Spuren von den Stollen, irgendwo im Lendenwirbelbereich? Ja, Spuren habe ich schon noch, ja. Und Schmerzen auch noch? Oder nein, nicht mehr so, also ist nicht so schlimm. Ja, da sehen wir auch noch mal ein Bild von Ihnen, wie Sie selber hinter uns gerade, wie Sie selber ein bisschen verwundert gucken. Alle jubeln schon und Sie liegen am Boden und haben noch nicht ganz registriert, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, was passiert ist, oder? Ja, genau, also wie gesagt, ich wusste nicht, was passiert ist. Tolle Geschichte jedenfalls. Normale Härte würde man in der Pfalz sagen wahrscheinlich, oder? Ja, nicht ganz so. Schon spektakulär, die Geschichte. Würde man eher sagen, im richtigen Moment, auf dem richtigen Zeitpunkt, auf dem richtigen Platz. Genau. Alles richtig gemacht. 2:2. Wie überhaupt, muss man ja sagen, das Ganze war, das ganze Spiel, das 2:2, aber auch das Drumherum, war eine Gemeinschaftsaktion bei Mainz 05, die schon eine besondere war an diesem Spieltag, denn auch die Fans haben ganz eindeutig ihren großen Anteil an diesem Ausgleich, an dem Punkt, die haben Gas gegeben, 90 Minuten lang, egal ob es 0:2 stand oder dann natürlich später bei 1:2. Christian Heidel, der Manager, hat ja auch darum gebeten, macht wieder Stimmung, so wie es früher gewesen ist. Und sie zeigten Flagge während des Spiels und waren nach dem Spiel noch restlos begeistert. Jürgen Thiem. Ja! Die Mainzer haben sich heute richtig gewehrt und das ist das, was wir sehen wollen. Geil, geil und nochmal geil. Ja, war geile Scheiße zum Schluss. War ein richtig geiler Kampf nochmal. Und zum Schluss haben sie schon einfach nochmal belohnt. Ey. Auf jeden Fall richtig geile Einstellung von den Jungs zum Schluss. Es war einfach wieder mal das alte Mainz 05, finde ich, wo sie wieder gekämpft haben und alles. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ein Zurück zur Tradition, die schon vorm Anpfiff erkennbar wird. Bereits beim Warmmachen wird das Team frenetisch bejubelt.
Die neue alte Stimmung im Stadion, das Resultat gleich mehrerer Treffen zwischen Fans und Vorstand unter der Woche. Ich war sehr, sehr viel unterwegs diese Woche und deswegen war ich da nicht der Auslöser, weil eigentlich alle Menschen es verstanden haben, um was es heute hier geht in diesem Spiel. Und deswegen ist es umso schöner, dass wir jetzt eigentlich alle gemeinsam zwar nicht gewonnen haben, aber irgendwie doch gewonnen haben. Was man aber den zumeist rot-weiß gekleideten Menschen im Stadion 80 Minuten lang überhaupt nicht ansieht. Frust, Enttäuschung, Resignation in Erwartung der sechsten Niederlage in Folge. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite trotziges Klatschen, unentwegtes Anfeuern. Wie zu besten Bruchwegzeiten halt, wie von Heidel gefordert. Selbst in der Schlussphase, als längst alles verloren scheint, ist der Wille der Fans ungebrochen. Auch wenn manch einem inzwischen nach Beten zumute ist. Bis es nach 82 Minuten erstmals richtig was zu feiern gibt. Die letzten 10 Minuten nix für schwache Nerven. Und doch liegt sie greifbar in der Luft, die Erlösung. Und siehe da. Euphorie, wie wir sie in Mainz lange nicht erlebt haben und wie sie für die Jüngeren auf dem Platz gar völlig neu ist. Das hat mich richtig überrascht, das kenne ich gar nicht. Und ja, und da muss er ja einfach ein Kompliment machen mit denen im Rücken. Aber das ist uns natürlich dann auch leichter gefallen. Klar, wer an diesem Tag der Wende der Held der Massen ist. Bitte gebt Heinz Müller die Nummer 9 und stellt ihn in den Sturm, bitte. Und überhaupt ist dieser Tag ein bunter Strauß erfrischend neuer Eindrücke. Es war meine Meinung vor dem Spiel, dass der Herr Tuchel also diese Mannschaft irgendwie nicht mehr motivieren konnte. Ja, das hat mir mein Gefühl so hat sich abgezeichnet, ja, dass er einfach die Mannschaft nicht mehr erreicht. Ja. Aber da hat die zweite Hälfte das Gegenteil bewiesen. Richtig, ja. Das war ein Gefühl der Sieg. Besser wie ein Sieg. Und ab jetzt geht's aufwärts. In dem Sinne weiter feiern und vorfreuen auf die leichte Auswärtsaufgabe beim FC Bayern. Ja, die leichte Auswärtsaufgabe Bayern München in 14 Tagen. Ist es vielleicht ganz gut, dass die Erwartungen jetzt im Moment bei so einem Spiel gar nicht so hoch sein können? Kann der trotzdem einen Knoten lösen, dieser Punkt? Ja, also es ist natürlich sehr schwer jetzt, dass wir das nächste Spiel in München spielen, ist für uns sehr schwer. Aber ja, wir werden da unser Bestes geben und versuchen, irgendwas mitzunehmen. Ja. So sieht's aus. Das ist die richtige Herangehensweise. Diese Fans, sagt man immer, sind der 12. Mann. Haben Sie das gestern tatsächlich speziell gespürt? Ja, absolut. Gestern war es sehr, sehr gut. Also wir haben das alle mitbekommen. Und es ist nicht selbstverständlich, wenn man 0-2 hinten liegt und die letzten Wochen immer verloren hat, dass sie dann trotzdem uns so anfeuern. Und ja, wir sind glücklich, dass wir es wenigstens mit einem Unentschieden zurückzahlen konnten. Kennt man ja auch auf dem Betzenberg. Diese Macht der Fans im Hintergrund, das kennt man ja auch auf dem Betzenberg. Da wurden auch manche Spiele in der Meistersaison 90-91 dann auch gedreht. Welche Rolle spielen tatsächlich die Fans auch in so Situationen? Ich erinnere mich an wirklich dramatische Auftritte. Ja, ich meine, die spielen eine sehr, sehr große Rolle, nicht nur für uns als Heimmannschaft, sondern auch für den Gegner, dass viele Gegner kommen und einfach diese Angst vor diesem Stadion oder vor diesen Fans zu haben. Ich erinnere mich immer noch daran, als Karl-Heinz Feldkamp gekommen ist und hat gesagt, dass die Busse, wenn die bei uns ins Stadion fahren, da hatten wir ja diese Schwelle. Und meistens liegen ja die Spieler im Bus und schlafen. Und wenn die Spieler in dieses Stadion kommen und über diese Schwelle fahren müssen, dass sie aufwachen und dann sich erinnern, wir sind auf dem Betzenberg, da gibt es nichts zu holen. Und das ist wirklich, wenn ich daran denke, auch damals dann beim Spiel gegen Barcelona, als ich da auf die Kabine hochgelaufen bin, ich war ja damals leider verletzt, und bin dann mit dem Michael Lautrup und dem Kerman hochgelaufen. Und die haben gesehen, was hier in diesem kleinen Stadion, da waren ja nur 35.000 Leute da, im Gegensatz zu Barcelona mit 95 oder 100.000 Zuschauern, da war wesentlich mehr Stimmung bei uns im Stadion. Und das kann natürlich eine Mannschaft lähmen, aber genauso die andere Mannschaft anfeuern. Ist das immer noch so? Schlaft ihr alle im Bus bis kurz vorm Ziel? Nee, also jeder hat da seine eigenen Strategien, aber ich denke, es ist bei uns jetzt nicht so, dass man Sie nicht? Ja, also ich nicht, nee. Brauchen Sie denn irgendein Ritual im Bus? Bestimmte Musik, die Sie hören?
Nee, es läuft ja im Bus läuft generell schon Musik, also was jeder hören kann. Okay. Und das reicht dann auch. Ja. In Moskau, als Sie Weltmeister wurden, haben alle gesagt, die Stimmung ist ein bisschen traurig hier. Das Stadion ist halb leer. Ist das Ihnen völlig wurscht, wie viele drinnen sind? Nee, egal ist es mir nicht. Natürlich ist es schön, wenn man jetzt zum Beispiel mit London letztes Jahr vergleicht, wenn man wirklich 80.000 drin hat, die, und man kann sein eigenes Wort kaum noch verstehen. Das ist natürlich was anderes, als wenn man zum Beispiel nach Moskau geht. Man hat ein Stadion, es ist vielleicht ein Drittel gefüllt und die Stimmung ist eigentlich nur ein bisschen da, wenn wirklich ein russischer Athlet springt. Natürlich motiviert das von außen nochmal, wenn man weiß, das Publikum möchte eines auch wirklich darüber springen sehen, als wenn man weiß, okay, eigentlich ist es denen egal, solange der russische Athlet gut abschneidet. Aber im Endeffekt ist man da, um seinen Wettkampf zu machen und dann versucht man sich einfach auf sich selber zu konzentrieren. Und wie gesagt, haben auch ausblenden, Fokus ausblenden. Ihr Fokus ist jetzt im dritten Jahr bei Mainz 05. Und alle sagen, jetzt muss der Younes Madi mal den nächsten Schritt machen. Immerhin das zweite Tor im, ich glaube, fünften Einsatz für Mainz 05 in dieser Saison. Im vierten Einsatz. Nee, dritter Einsatz. Dritter Einsatz. Ja. Dritte Einwechslung in dieser Saison. Genau, ja. Gegen Leverkusen. Den Ehrentreffer erzielt, jetzt den zweiten Treffer erzielt. Wie ist das für Sie bei Mainz im Moment? Mal nicht im Kader, dann eingewechselt werden, wenn eingewechselt. Richtig Theater gemacht gestern. Tolle Zuspiele auf Nikola Müller, erinnere ich mich zum Beispiel. Mhm. Einen tollen Pass gespielt. Was ist Ihr eigener Anspruch? Ja, natürlich ist das nicht leicht, mal zu spielen, mal auf der Bank zu sitzen. Aber ich versuche damit umzugehen. Und natürlich habe ich noch Luft nach oben in allen Bereichen. Deswegen versuche ich mich da auch zu verbessern und versuche jetzt auch weiter der Mannschaft zu helfen, egal ob es, wenn ich von der Bank komme oder von Anfang an spiele. Und ja. Das Selbstbewusstsein haben Sie. Sie kamen bei 0:2 rein in der 66. Minute. Wann haben Sie auf dem Platz gespürt, gerade werden die Hoffenheimer ein bisschen lässig, die sind noch zu knacken? Ja, also generell die zweite Halbzeit hat man es gesehen, dass da noch einiges gehen kann, vor allem gegen Hoffenheim. Also, die hatten ja bisher in der Saison sehr spektakuläre Spiele. Ja. Und da wussten wir, wenn wir in Rückstand sind, dass das Spiel noch nicht vorbei ist. Und das hat man dann auch gesehen auf dem Platz, dass wir unbedingt wollten. Und wir wussten, dass wenn wir ein Tor machen, den Anschlusstreffer erzielen, dass da noch einiges drin ist. Ja, das war dann drin. Für Sie hat es sich auf jeden Fall rentiert. Und Sie sind jetzt auch nachnominiert für die U21-Nationalmannschaft. Ja, genau, ja. Welche Bedeutung hat das für Sie? Ja, ich habe mich sehr gefreut, als der Trainer mir das heute Morgen gesagt hat. Ich bin jetzt zum ersten Mal dabei und ja, ich freue mich schon auf die Maßnahmen und auf die Länderspiele. Für Selbstbewusstsein ganz wichtig und das ist ja auch, wie wir festgestellt haben, was ganz Wichtiges im Fußball. Ja. Schöne Geschichte. Younes Madi, Sie bleiben natürlich bei uns, wir reden noch weiter. Erstmal vielen Dank bis hierher, denn Sie sollen nämlich natürlich bei uns auch was gewinnen. Und zwar heute doppelte Gewinnchance in unserem Gewinnspiel, gleich zweimal. Zwei Karten für das Fußball-Länderspiel kommende Woche. Deutschland gegen Irland, das WM-Qualifikationsspiel. Wer war's? Gewinnen Sie mit Flutlicht, Lotto Rheinland-Pfalz und den Fußballverbänden eine Reise für zwei Personen zum WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Irland am 11. Oktober in Köln. Inklusive Stadtführung und zwei Übernachtungen. Also zweimal zwei Karten gibt es heute ausnahmsweise zu gewinnen für dieses tolle WM-Qualifikationsspiel. In unserem Spiel, wer war's? Wieder hat eine Amateurmannschaft aus Rheinland-Pfalz ein Tor aus der großen 50-jährigen Fußball-Bundesliga-Geschichte nachgespielt. Diesmal ist es besonders spektakulär. Ein bisschen was hat das Ganze auch mit Mainz 05 zu tun und mit Fitness. Und diese Mannschaft ist zumindest, findet Christian Döring, sehr fit, wenn es darum geht, Spaß zu machen. Erfahrung ist Trumpf hier bei der Truppe. Alte Herren, DJK Kruft-Kretz. Wie steht's denn um die Fitness so beim Nachspielen-Tor des Monats? Tja, eher suboptimal. Die Jungs haben vor 20 Jahren Bezirksliga gespielt und seitdem ist da nicht mehr viel passiert. Also das sieht man ja auch an den ausgefüllten Trikots, aber wir geben's Beste. Also wir brauchen unbedingt einen Fitnessprofi. Da ist er. Axel Busenkell, Fitnesscoach bei Mainz 05 und bei der U21-Nationalmannschaft. Hier in Kruft geboren und das sind seine Kicker-Kumpane. Machen wir nicht Mainz 05 like, machen wir Nationalmannschaft. Wir gehen mal eine Stufe höher. Drüber übersetzen, kurz kappen und gerade raus. Das Programm hat gewirkt hier.
Es regnet nicht. Nee, es sieht nur so aus. So, jetzt wird's ernst. Wir gucken uns das Tor an, das ihr nachspielt. Auf geht's. Zwei Abwehrspieler. Aus. Flanke, Achtung. Linke Fuß. Die Aufgabe: Dribbling, Flanke und dann per Seitfallzieher ein Volley-Tor. Eigentlich. Doch dann plötzlich Busenkell als Notfallhelfer. Olli springt die Kniescheibe raus. Er trägt's mit Fassung und mit Handy. Die Krufter kennen offenbar keinen Schmerz. So sieht das nachzuspielende Tor des Monats in Kruft theoretisch aus. Und so sieht's praktisch aus. Lux, vielen Dank. Für mich war es toll, nochmal hier zu sein. Und als kleines Dankeschön ein Trikot. Und vielleicht bekehre ich hier den einen oder anderen. Und für Sie gibt es sogar eine Reise zu gewinnen. Also, entscheidende Frage: Wer war's? Ja, wer war's? Zwei Möglichkeiten bieten wir Ihnen an. War's im Original Klaus Fischer oder war's Bernd Nickel? Wenn Sie es wissen, 0803 797500, das ist die Telefonnummer. 2x2 Tickets für Deutschland gegen Irland gibt es zu gewinnen. Und wir lösen das natürlich noch in dieser Sendung auf. Aber erstmal beschäftigen wir uns mit Raphael Holzdeppe. Der hat tatsächlich Geschichte geschrieben in diesem Jahr. Er ist der erste deutsche Stabhochsprung-Weltmeister. Und gestern, da stand er auch wieder im Mittelpunkt, da gab es nämlich den Landessportball in Koblenz. Und Jan Ebling, der war mit dabei und hat Raphael Holzdeppe beobachtet. Akrobatik, Artistik, Athletik. Alles, was auch ein Stabhochspringer wie Raphael Holzdeppe braucht. Nur gestern Abend nicht. Da staunte er über so viel Körperbeherrschung und Kraft. Und dabei muss er sich doch gar nicht verstecken mit dem Körperbau eines Weltmeisters, der in Moskau als erster Deutscher im Stabhochspringen Gold gewinnt. Ich habe seinen WM-Titel gesehen, war natürlich unheimlich toll. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ich habe mir komplett den Wettkampf angeguckt, zwischen den Trainingseinheiten noch immer so gelegt, dass ich es gucken kann. Und war ziemlich geil. Ich habe mich auch sehr gefreut. Egal was kommt, er will da drüber und er hat es geschafft. Und das zeichnet ihn aus. Und so sehen Weltmeister aus. Sie kennen sich, sie schätzen sich, die Spitzensportler in Rheinland-Pfalz. Und sie schauen genau hin, wenn einer der ihren Topleistung bringt. Wie Raphael Holzdeppe in London bei den Olympischen Spielen. Ein Krimi. Er zockte und sprang 5,91 Meter. Persönliche Bestleistung, Wahnsinn, Bronze. Ich glaube, dass er ziemlich locker ist und sehr unbekümmert an die ganze Sache rangeht. Und ich glaube, das ist seine Stärke. Und dann ist er noch ein extremes Talent, das muss man auch sagen. Man hat immer den Eindruck, dass er sehr, sehr, sehr ehrgeizig ist und immer weiß, was er kann und nicht aufgibt und immer sein Ziel vor Augen hat. Er kann was, aber er kann nicht alles. Auf der Tanzfläche im großen Saal hat er sich nicht blicken lassen. An die 6 Meter springen und dann beim Standardtanzen kneifen. Aufs Herzlichste begrüßen. Raphael Holzdeppe, Respekt. Erstmal vor dieser großartigen Saison, der großartigen Leistung. Aber wie ist das mit dem Standardtanzen und dem Kneifen? Die haben mich gefragt vor dem ersten Tanz, da habe ich noch da gesessen gehabt. Also am Ende war ich auch noch auf der Tanzfläche gewesen, aber ich muss gestehen, so die Standardtänze sind nicht so meine Stärke. Ich habe da mal einen Kurs gehabt irgendwann. Anfängerkurs, der Klassiker. Es ist mir zu steif. Also. Sage ich auch immer, aber das sagen die anderen auch, wenn ich tanze. Das ist einfach zu steif. Sind Sie so ein cooler Typ, wie die alle sagen? Sind Sie so ein lässiger oder innen drin dann vielleicht doch auch ein bisschen nervöser, als man von außen glaubt? Auf jeden Fall innen drin nervös, als man es von außen vielleicht erkennen kann. Aber normalerweise ist die Nervosität, sobald ich ins Stadion gehe, sie weg. Also manchmal hält die noch an bis zu meinem ersten Sprung. Aber sobald der erste Sprung absolviert ist, ist alles wieder okay. Und dann
ist alles locker. Also normalerweise, so den Abend davor bin ich meistens relativ nervös. Ist das bei euch genauso? Der Abend davor ist schlimmer, als wenn man ins Stadion reingeht? Ja, das fängt eigentlich morgens an, abends noch nicht so im Hotel, aber morgens, wenn man dann aufsteht, zum Frühstück geht, es wird dann immer schlimmer bis zum Start, zum Spiel. Und dann, wie er auch gesagt hat, wenn du dann auf den Platz gehst und der Schiedsrichter pfeift das Spiel, dann siehst du nur noch diese Außenlinie und das, was du eigentlich auf dem Platz machen musst. Die Zuschauer ist wie so ein Plakat. Aha. Nehmen Sie es auch so wahr? Also ich kann jetzt vor